Okay, oh, hier gibt es ein Auto zu finden. Hier gibt es ein Auto zu finden. Lass uns das finden. Warte, ich gebe uns mal die Innenansicht. Oh, das ist Wasser. Jetzt bin ich ganz langsam in Innenansicht, in der ich wirklich am meisten sehe, ins Wasser gefahren. Einfach nur wow. Moment, vielleicht müssen wir über diese Brücke. Hier ist Polizeiüberwachung. Oh, oh. Für mich die Polizei. Nee, warte. Ich bin die Polizei. Herzlich willkommen zurück zu The Crew in einer gewissermaßen Spezialfolge, wo wir nur Polizeimissionen machen in einem speziellen Polizeiauto. Ihr seht es jetzt gerade schon in der Aufnahme, die ich vor einigen Wochen, glaube ich, sogar schon gemacht habe. Ich habe das Auto gelevelt. Ich habe, um vorne anzufangen, ein 1967er Chevrolet Impala gekauft. Das ist das gleiche Auto wie in Supernatural und ich finde das einfach nur wunderschön. Der Punkt ist allerdings, das Auto ist wunderschön und das Auto ist von 1967, also 50, bald 60 Jahre alt. Ich bin super im Kopf rechnen. Und der Wagen ist schön, aber er ist nicht wirklich schnell. Also er ist schon schnell, aber wenn man jetzt damit einen R35 verfolgen will, dann ja, wird es schwierig. Und deshalb wollte ich den Wagen gerne leveln. Normalerweise levelt man die Polizeiautos, glaube ich, in den Verfolgungsjagden gegen andere Spieler. Wenn ihr da gewinnt, bekommt ihr Auto-Upgrades, Level-Upgrades und der Wagen wird immer schneller, immer besser. Wenn ihr allerdings von vornherein Opas Trecker fahrt, also nichts gegen den Chevy, aber also im Verhältnis zu den modernen Sportwagen, die halt unterwegs sind, dann gewinnt ihr halt auch nicht und dann kriegt ihr halt auch keine Upgrades. Und deshalb habe ich dieses Rennen immer und immer wieder gefahren. Ihr seht es an den schwarzen Spuren auf der Straße. Und habe immer wieder Upgrades gekriegt und bin damit auf ein beachtliches Level gekommen. Wir sind jetzt bei diesem Auto angelangt mit Level 1337. Das ist der Lead Impala. Wird sich leider nochmal ändern, aber Lead ist einfach perfekt. Die Zahl ist wunderbar. Er fährt jetzt schon mal richtig gut. Und ja, das ist jetzt der dritte Aufnahmeversuch, um mit euch ehrlich zu sein, für diese Folge. Ich habe schon einen gestartet. Mein Aufnahmeprogramm, das Gute, wird von diesem Spiel als Cheat-Programm angesehen. Dankeschön dafür, ich habe ja nur Geld dafür bezahlt. Also, für das Aufnahmeprogramm. Das Spiel gab es tatsächlich gratis, aber darum geht es jetzt nicht. Denn ich habe Geld für ein Aufnahmeprogramm gezahlt und The Crew sagt, damit willst du cheaten. Wow, also geht das nicht. Dann habe ich OBS Studio genommen. Das kommt nicht hinterher mit dem Codieren. Glückwunsch. Jetzt nehme ich es mit Relive auf, wie vorher auch schon. Allerdings ist die Qualität manchmal ein bisschen tricky. Ich hoffe, ihr seid zufrieden, denn ich finde keine andere Lösung momentan. Ich hoffe, dass der Entwickler meines Aufnahmeprogramms da mal ein bisschen hinterherhackt und irgendwas macht, dass es nicht als Cheat-Programm anerkannt wird. Oder erkannt wird. Aber bis dahin müssen wir hiermit Vorlieb nehmen. Ich war schon in New York, habe in New York Polizeimissionen erledigt. Eine davon war, dass ich gegen andere Polizeiautos ein Rennen fahre. Eigentlich sollten wir nur zu einer Razzia von der Mafia fahren, aber ich wollte denen beweisen, dass ich der Schnellste bin, denn das ist richtige Polizeiarbeit und hab die besiegt in der Innenstadt. War ganz schön hässlich. Ist vielleicht auch ein bisschen Schicksal, dass ihr die Folge nicht seht, beziehungsweise das Rennen nicht seht, denn ich habe euch versprochen, dass ihr den Polizei-Mercedes, den man am Anfang vom Spiel bekommt, also am Anfang, wenn man das DLC hat, dass ihr den Wagen nie wieder sehen müsst. Und alle Kontrahenten sind den Wagen gefahren. Ich habe wirklich gewonnen, es war knapp, aber ich habe gewonnen. Aber ich erspare es euch im Endeffekt. Wir sind jetzt unterwegs nach Detroit, wo noch eine weitere Mission auf uns wartet, in der wir dieses Fahrzeug benutzen können. Also so ein bisschen wie früher, der Roadtrip mit dem neuen Fahrzeug. Aber wir stehen hier kurz vorm Sprungtest, das ist wirklich Zufall. Denn ich war eigentlich mitten im Roadtrip nach Detroit, als ich mal geguckt habe. Wie läuft die Aufnahme so von OBS? Vespi meinte so, stopp die mal und starte eine neue, weil manchmal zickt der echt rum. Dann habe ich die gestoppt und der hat gestoppt und gestoppt. Und dann hatte ich Standbild im Video und ich bin ein sehr geduldiger Mensch. Aber wenn diese Aufnahme nicht funktioniert, uff, dann beende ich YouTube. Nein, mache ich nicht, keine Sorge.
Irgendeine Lösung finde ich immer. Wir fahren jetzt nach Detroit, machen da eine Mission und dann habe ich nur noch eine Polizeimission übrig. Aber die ist auch in den Mountain States und vielleicht machen wir dann einfach einen schönen Roadtrip da hoch im GTR oder hier drin. Mal sehen. Denn das Spiel zwingt mich, bei dieser anderen Mission im GTR zu benutzen. Vermutlich einfach, weil sein Fahrwerk nicht aus Marshmallows und Gummibärchen besteht. Der Wagen hier ist toll, solange man nur geradeaus fahren muss. Ihr seht das hier gerade. Ich habe es in den Griff gekriegt, dass der Wagen nicht die ganze Zeit von links nach rechts schlittert. Das hatte ich viele Folgen lang. Ich vermute, es lag daran, dass ein Joystick angeschlossen war. Manchmal machen Joysticks solche Sachen mit Computerspielen. Der eine oder andere kennt das wahrscheinlich. Aber das Handling hier ist schwierig. Vor allem jetzt, da es auch noch geregnet hat. Nein, ich will das nicht machen. Ich will nicht Slalom fahren. Ich fahre doch nicht Slalom. Ich fahre schon unfreiwillig Slalom. Okay, wir nehmen einfach nur die... Wir fahren einfach auf der rechten Seite lang. Wie es sich gehört, Polizei ist immer vorbildlich im Straßenverkehr. Wer was anders behauptet, ist wahrscheinlich kein Polizist. 2,8 Kilometer. Sind wir schon am Ziel? Oh, ich krieg wirklich sowas wie eine Medaille. Also solche Sachen könnt ihr halt gut nutzen, um euer Polizeiauto zu leveln. Außer, wenn ihr zum Beispiel ein GTR habt, das Polizeiauto kann man auch mit Verfolgungsjagden super leveln. Muss man natürlich darauf warten, dass andere Spieler erstmal eine Verfolgungsjagd starten. So, ist vorbei mit dem Lead-Level. So schnell geht das. Habe ich aus Versehen ein Upgrade bekommen. Der ist jetzt, wie gesagt, auf Level 1341. Er fährt ungefähr, ich hatte ihn vorhin auf 339 km/h. Werden wir auf der Fahrt in die zur anderen Mission nochmal sehen. Zeige ich euch dann gern nochmal, denn der Roadtrip ist jetzt ein bisschen kurz geraten. Aber die Kurven. Die Kurven. Ich werde den noch weiter leveln. Vielleicht müssen wir den auf Level 2000 bringen, bis der wirklich ein Kontrahent für Online-Spieler ist. Aber ich fände das schön, wenn wir ihn auch dafür benutzen könnten. Das wäre großartig, wenn die dann ihren Porsche da fahren und werden von einem sehr alten Chevrolet zur Strecke gebracht. Aber jetzt sind wir erstmal bei der Personalabteilung. Das ist ein interessanter Titel für ein Rennen. Okay, was ist hier los? Der Scout der Harvester im Mittleren Westen hat eine Anwerbungsstelle in einem Lagerhaus in Detroit eingerichtet. Er pickt sich die besten Fahrer heraus, die zugleich skrupellos genug sind, ihren Zielen zu dienen. Du weißt, was du zu tun hast. In ihr gemütliches Büro reinplatzen und ihre Human Resources Abteilung dicht machen? Ganz genau. Okay, also sie hat gesagt... Ja, wir jagen einfach diesen modernen Shelby. Wir haben gerade gesagt, wir wollen in das Büro rein und da eine Razzia machen. Stattdessen jagen wir natürlich diesen Mustang. Was war das? Achso. Ich hab so einen Impulsschock gekriegt. Irgendwie sind die sehr einfach zu fangen in diesem Spiel. Auch wenn ich nur im Kreis fahre. Aber wenn da ein Büro ein Shelby-Mustang ist, ne? Es gibt jetzt Leute, die würden was anderes sagen, weil du vom Auto aus arbeiten musst. Aber ich würde sagen, dann hast du es geschafft im Leben. Gut. Hier merkt man auch mal wieder, wie Main-Story-relevant diese Polizeimissionen sind. Ich glaube, die sind halt durch das DLC dazugekommen. Sie wollten das DLC nicht einfach so dabei packen. Deswegen sagen sie, wir machen da Missionen rein. Aber was war das gerade? Das ist ein anstrengender Tag für Loco. Aber wir fahren jetzt nämlich mal eben von da nach da. Gut, und da zeige ich euch dann auch jetzt mal, wie schnell so ein alter Chevy sein kann, wenn es die Strecke zulässt. Das sind 54 Kilometer, das ist okay. Wir nehmen hier links noch die Sehenswürdigkeit mit, denn ihr habt ein paar verpasst bei den Aufnahmen, die nicht stattgefunden haben. Also, Highland Park im Regen. Passt dazu. So, Industriegebiet hier bestimmt. Hier fährt Bertie mit seinem Manta Rennen gegen Gülfe. Das sehe ich doch von hier aus. Original. Szene dafür. Okay. Scheinbar ein sehr beliebtes oder berühmtes Industriegelände. 54 Kilometer klingt jetzt erstmal nicht viel. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ich dafür die halben Vereinigten Staaten durchquere. Aber die dauern schon ein bisschen. Kann ich vielleicht mal ein bisschen Übung mit diesem Auto kriegen, bevor ich dann auf ein anderes Auto wechsle?
Vielleicht können wir noch mal gucken, ob wir das Auto wechseln können, also in der Auswahl. Weil er sagt ja, ein Auto, was man zu benutzen hat, gibt er ja vor. Aber vielleicht habe ich ja dann doch die Möglichkeit, mir das auszusuchen. Wir sind jetzt gerade nicht in der Verfolgungsjagd und deshalb versuche ich mal, ein bisschen schadensfrei zu fahren. Denn ganz ehrlich, intakt gefällt mir das Auto dann doch am besten. Es gibt Autos, die könnten durch äußere Kaltverformung wirklich schöner werden. Aber der Impala ist einfach schön, wie er halt da so, ja, vom Band lief. Mit Ausnahme davon, dass er vermutlich, so wie es für mich aussieht, die Polizeilackierung von 2000, von wann ist das Spiel? Keine Ahnung. Eine moderne Polizeilackierung bekommen hat und nicht die aus den 60ern. Also ihr könnt mich gerne korrigieren, aber ich habe halt das Gefühl. So, Tempotest, das könnte was für uns sein, wenn keine Kurven drin sind. Da geht's bergauf, ne? Ich habe keine Ahnung, weiß jemand, wie diese Brücke heißt? Ich nenne sie jetzt die Westby Bridge. Das ist nämlich die große Brücke, die in eine unglaublich angenehme, lustige und glitzertastische Zukunft führt. Also nämlich raus aus der Stadt. Da gibt's Kurven. Kurven sind schlecht für mich. Warte mal. Oh, kommt. Platin. Ja, Platin. Genau solche Sachen. Damit levelt man solche Autos auf. Ich habe keine Ahnung, wie schnell ich bin. Aber da kommt eine Kurve. Steuergerät. Hat das Auto ein Steuergerät? Ganz ehrlich, jetzt mal eine Frage in die Kommentare. Hat der 67er Impala ein Steuergerät? Ich dachte, da sitzen ein paar Rednecks im Motorraum und hauen mit Hämmern auf Dingen rum, damit alles funktioniert. Ich weiß wirklich nicht, wie viel Elektrik so ein Ding hat. Ich werde in eine Crew eingeladen. Fabio Sperretto, sehr nett, aber nö. Das Spiel heißt The Crew, aber die meisten werden von euch wissen, dass die Sache mit der Crew in The Crew ein Problem ist. Ich erinnere da an den Pro-Gammler, der beim letzten Versuch eine Aufnahme zu machen, das habt ihr natürlich nicht gesehen, weil das nicht rauskam, aber ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt, mit Rage Quit rausgegangen ist und seitdem das Spiel nicht mehr angerührt hat, weil man sich in diesem Spiel einfach nicht findet. In The Crew kann man schlecht eine Crew aufbauen. Hier ist noch eine Sehenswürdigkeit. Michigan Staatsforst. Nehmen wir die Maus mitten aus dem Bild. Schön, das wäre bestimmt richtig schön und idyllisch, wenn es nicht gerade regnet. Ah, jetzt kommt die Sonne raus. Gut, siehst du, ich muss nur mal was sagen. Wenn die Polizei erstmal da ist und sich über das Wetter beschwert, dann kommt auch die Sonne raus. Sehr schön. Da sagt auch die Katze was. Guck mal, alles wird besser. Das Wetter wird besser, die Aufnahme läuft, die Katze miaut. Ich kriege Schokolade mit Keksteigfüllung. Das ist das Leben. Wird auch mal wieder Zeit für Autex. Warte mal, stand da gerade Military Base? Moment. Ein bisschen Sightseeing können wir uns mal gönnen hier, ne? Warte mal, was steht auf diesem Schild, das ich sonst eigentlich nur umfahre? Military Base 3, Dykesville auch 3. Okay, also geradeaus weiter. 3 Meilen. Sunny, rechne um. 3 Meilen in Kilometern. Nein, nicht weglaufen. Okay. Ungefähr 3,2, 4,8 Kilometer. Ich glaube, eine Meile ist ungefähr 1,6 Kilometer. Da vorne ist die Polizei. Ihr habt aber ein hässliches Auto. Wobei ich sagen muss, dass ich diesen Crown Victoria auch durchaus mag. Aber der Impala ist schöner. Ja, du sagst es. Und ja, der Katze geht's gut, bevor jetzt jemand sagt, was ist das für Gemauze. Vespertilio hält sie nur ans Mikrofon und sie mauzt halt, wenn man sie ein bisschen länger hält. Jetzt sitzt sie neben mir auf dem Stuhl. Der geht's wirklich gut. Aber jetzt habe ich nicht drauf geachtet auf Military Base. Egal. Ist jetzt auch nicht so unbedingt das taktischste Fahrzeug hier. Nein, nicht in den Gegenverkehr. Jetzt sitzt die Katze auf dem Tisch, die läuft mir doch gleich wieder vom Monitor. Ach, das war die andere, die dann vor dem Monitor läuft. Wo sind wir hier? Was ist das für ein Ort? Das ist ja richtig hinterwäldlerisch hier, das ist ja toll. Also hinterwäldlerisch. Sagen wir Vorort? So ein Ort, in den so ein Polizeiauto auch passt. Jetzt müssen wir nur noch am Straßenrand Rocky aufgabeln und ihm sagen, dass diese Stadt zu klein ist. Wollen wir mal drüber nachdenken, das ist Rocky? Nee, Rambo, nicht Rocky.
Rocky ist der, der boxt. Rambo ist der, der Kriegstrauma hat. Im Prinzip ist Rambo auch nur ein Film über einen traumatisierten Soldaten. Der Film ist sehr gesellschaftskritisch. Richtet sich darauf, dass diese Gesellschaft dafür sorgt, dass solche Leute dadurch traumatisiert werden und sie dann nicht mehr annehmen, weil sie ja dann, ja, kaputt sind. Ganz langsames Klatschen. Wo sind wir denn jetzt hier? Ich fahre irgendwie von Ort zu Ort und kenne mich nicht aus. Aber ist okay, ich bin der Polizist. Ich muss mich nicht auskennen, ich muss nur wichtig gucken und Falschparker rammen. Den zum Beispiel. Jetzt habe ich eine Katze auf dem Tisch sitzen. Dankeschön. Sie ist einfach davon gezogen. Irgendwann verlangen die Leute noch Tablecam, weil sie haben gemerkt langsam, Facecam mache ich nicht. Tablecam, damit man die Katzen sieht, die hier rumlaufen. 37 Kilometer noch, das ist ein ganz gutes Stück Strecke. Wir haben schon 337 Kilometer mit diesem Wagen gefahren. Das liegt aber auch einfach daran, dass ich sehr viel fahren musste. Immer wieder dieselbe Straße, die ihr am Anfang gesehen habt, um den Wagen zu leveln, sodass er nutzbar ist. Wobei nutzbar auch eine harte Untertreibung dafür ist, dass ich mit einem 60er Jahre Auto ohne Nitro aus dem Ort raus beschleunige und am Ortsausgangsschild auf polizeilichen 290 km/h bin. Macht das nicht nach. Nicht zu schnell fahren. Ist nicht sicher, ist nicht cool. Gibt's keinen Applaus für. Aber in Spielen, das ist das Schöne, hat das keine Konsequenzen. Und ich meine damit nicht mal die rechtlichen, sondern die eurer Gesundheit und die der anderen. Oh, wo sind wir denn hier? Das ist aber hübsch, das ist hier ein Staudamm. Hier gibt's keine Sehenswürdigkeit, nö. Das ist, oh. Das ist aber schon hübsch. Ja, ich glaube, diese Sache mit den Roadtrips sollte ich mal wieder ausgraben. Ich meine, die verlängern meinen Let's Play natürlich. Was natürlich schrecklich ist für euch, dann gibt es ja noch mehr Folgen. Aber, wir kommen mit der Story nicht so schnell voran, aber wir haben die ganzen USA hier als Spielplatz. Da wollen wir doch auch was von sehen. Ich bin in einer Aktivität und kann deshalb an keine Verfolgungsjagd teilnehmen. Okay, in welcher Aktivität bin ich denn? In einer Aufnahme. Wir fahren jetzt auch nicht mehr den Freeway, der natürlich super ist, um voranzukommen. Das ist der Kratzbaum im Hintergrund übrigens. Aber diese, das ist ja schon so ein bisschen... Wie heißen denn diese Straßen, die einfach durchs Land gehen? Also in Deutschland heißt die Landstraßen. Aber okay, da vorne steht eine Kuh. Okay, die Kuh kennen wir aber schon. Das ist irgend so ein. Hier gibt es nichts zu sehen und damit trotzdem Leute herkommen, stellen wir eine Kuh hin, die ungefähr zweimal so groß ist wie eine richtige. Vielleicht auch 200 Mal. Guck mal, da rechts sieht man sie immer noch. Schön. Da waren wir schon mal in einer Folge. Ich weiß jetzt nicht welche, aber guckt euch doch einfach alle anderen Folgen auch an. Also die Polizeifolgen, wie schon gesagt, storytechnisch haben die nichts mit Elefanten zu tun, sind damit höchst irrelevant. Aber wir kriegen 60 Jahre Autos, Roadtrips und fragwürdig sinnvolle, unglaublich kurze Verfolgungsjagden. Denn, das habe ich eben wieder bemerkt, das Gute an diesem Auto ist, der ist auf der Geraden beschleunigend einfach eine Rakete. Und wenn wir es schaffen, am Anfang der Mission so viel Gas zu geben, dass wir den Bösewicht in der Beschleunigung schlagen, haben wir die Mission geschafft. Ich fürchte, sobald die erste oder zweite Kurve kommt, wird es ein bisschen tricky. Das ist ein schöner Tunnel. Aber ja, bis dahin müssen wir ihn einfach besiegen und dann ist alles gut. Was ist das? Da ist ein Bär. Wo sind wir hier? Das ist schön hier. Die Straße ist noch ein bisschen nass, aber ist okay, ich habe sowieso keine Traktion so richtig. Und das ist Gegenverkehr. Britische Polizei, fahren Sie aus dem Weg. North, habe ich nicht lesen können. Was ist das? Oh hier, was ist das? Können wir das machen? Tempotest. Uff, ob das jetzt gut ist, ist die Frage. Aber testen wir es einfach mal. Ist ja ein Test. Ach komm, das ist nicht mehr Seitenstreifen, zähl weiter. Das Gute ist auch, da ist keine Strecke vorgegeben. Wir sollten nur möglichst viel Strecke in dieser Zeit zurücklegen. Okay, immerhin Bronze. Kriegen wir Silber? Nein. Aber Bronze.
Und mittlerweile frage ich auch nicht mehr, wieso ich 510 Punkte bekomme. Nein, auch Loco hat langsam verstanden, welches Spiel er spielt und welche Gang er sich angeschlossen hat. Du meinst Crew? Nein. Nein. Das Spiel heißt The Crew, weil du es mit anderen zusammenspielen kannst, die Mission zusammen machen kannst. Und das in einer Crew. Theoretisch. Theoretisch. Vor allem, ich war ja auch mal Programmer auf dem gleichen Server. Das haben wir dann endlich hingekriegt. Das bedeutet, ich konnte seinen Namen sehen und er meinen. Aber das andere Fahrzeug war nicht sichtbar und Missionen wurden dann auch immer alleine gestartet, auch wenn er gesagt hat, mit der ganzen Crew. Mhm. Ja. So viel dazu. Aber ansonsten, ich will gar nicht so viel Schlechtes gegen das Spiel sagen. Denn es ist schon der zweite Teil draußen. Das Spiel ist nicht mehr das Neueste, aber einige werden jetzt sagen, naja, Loco, ich weiß ja nicht, was du so gewohnt bist. Aber ich finde diese Grafik sieht toll aus. Ich finde die Grafik toll, ich finde die Autoauswahl großartig. Okay, es fehlt ein Manta. Punktabzug. Aber der Manta wäre hier in Nordamerika auch ein bisschen sehr exotisch. Ja, ein bisschen sehr. Und es macht einfach Spaß, hier so die Gegend zu erkunden. Es ist wirklich verkleinert natürlich, die Map. Aber die ist sehr vielfältig. Ich muss sagen, ich krieg gerade mit dem Impala Kurven hin. Was ist denn jetzt kaputt? Ich komme gleich mit dem R35 gar nicht mehr klar, weil das Handling da so einfach ist und ich ganz anders lenke. Wahrscheinlich viel zu früh, viel zu viel Bremse. Aber wie gesagt, wir gucken auch erstmal, ob wir vielleicht die Mission nicht auch mit dem Impala bewältigen dürfen. Ich glaube, wenn man erstmal raus hat, wie dieses Heck hier ausbricht, wie man gegenzulenken hat, kann man da viel Spaß haben. Wir fahren auch gefühlt schon seit einer halben Stunde bergauf, oder? Oh, oh nein. Ja, Schneeausbruch. Seit 20 Metern, Loco fährt wogegen. Schneeausbruch vor allem. Das ist so ein bisschen wie Minecraft. Auf einmal ist ein anderes Biom da. Fährst du quer, siehst du mehr. Jetzt wird das natürlich noch schwieriger. Aber wir haben auch nur noch... Oh Gott, wir haben noch 19 Kilometer vor uns. Es kann auch sein, dass wir die komplett im Schnee zurücklegen werden. Wenn die Mission auch im Schnee ist, verstehe ich, warum wir den Allrad-Nissan nehmen sollen. Können wir das hier schön? Ja. Das wird kein Versicherungsfall. Das bereitet durchaus Freude gerade. Und ich finde es auch schön, dass mein Auto dreckig wird. Also so vom Realismus gerade her. Und ja, das ist Absicht. Ich will es jetzt extrem wissen. Das ist überhaupt nicht Zufall, dass ich neben der Straße bin. Ich habe überhaupt nicht zu wenig gelenkt. Alter, ist der Wagen dreckig. St. Mary. Okay, ich kenne diese Orte wirklich nicht. Ich kenne mich ein bisschen in den USA aus. Allerdings, auch ehrlich gesagt, so im nördlichen, in der nördlichen Mitte, im mittleren Norden. Das klingt besser. Im mittleren Norden nicht so. Da ist ein Elch. Wir machen jetzt keinen Moose Meat. Wir sind vegetarisch unterwegs. Okay, oh, hier gibt es ein Auto zu finden. Hier gibt es ein Auto zu finden. Lass uns das finden. Warte, ich gebe uns mal die Innenansicht. Oh, das ist Wasser. Jetzt bin ich ganz langsam in Innenansicht, in der ich wirklich am meisten sehe, ins Wasser gefahren. Einfach nur wow. Moment, vielleicht müssen wir über diese Brücke. Hier ist Polizeiüberwachung. Oh, oh. Nicht die Polizei. Nee, warte. Ich bin die Polizei. Ich bin das Gesetz. Das Gesetz des Querfahrens. Wir probieren es mal mit dieser Brücke hier. Ja. Nein. Wow, wow, wow. So wird das nichts. Mal gucken, wie geländegängig so ein alter Chevy ist. Ja. Wir kriegen gerade die Antwort. Ich wechsle mal kurz auf ein anderes Auto, damit wir den Berg da hochkommen. Was haben wir denn Schönes, was wirklich Berge hochkommt? Hier, Motorrad. So ein, haben wir ein Rallye-Motorrad? Ja. Ich habe ein paar Motorräder. Oh, das wisst ihr, glaube ich, sogar schon. Ja, wisst ihr. So, mit dem soll ich hier hochkommen. Schneemobil wäre jetzt praktischer, aber... Genau, das ist das Motorrad ohne Reifenskin, was auch immer da los ist. Das ist wunderschön. Wir fahren auch fast senkrecht die Wand hoch. Ich glaube, ich hätte einfach der Straße folgen können. Kann ich absteigen, den Rest klettern? Oh Gott, das ist doch nicht mehr ein Ernst.
Ich möchte wirklich gerne absteigen und den Rest klettern. Denn ich fürchte, hier verließen ihn die Geister. Moment, wo sind wir denn? Hä? Da oben drauf? Hier oben drauf ist scheinbar was. Wie komme ich denn da hoch? Uff. Wenn ich das mal anguckt hier. Ist ein bisschen 3D. Ich weiß gerade nicht, wie da hoch. Oh, warte, hier neben. Ja, ihr seht natürlich super, wenn ich auf den Monitor zeige und ich drücke. Völlig falsche Tasten. Okay, Moment, hier wieder runter. Na komm. Bam, bam, bam. Motorrad kann ich wirklich am besten in der Ego-Perspektive fahren. Jetzt, da ich das gesagt habe, muss ich wahrscheinlich auch was liefern, oder? Okay, versuchen wir es mal hier durch, denn hier ist scheinbar so eine Schneise. Ja, und hier wird es auch grün. Der ist genau da oben drauf. Boah, ist das fies. Und dann jetzt hier hoch. Skiurlaub mit Loco. Da? Wo ist denn das? Steckt das hier in den Bäumen? Hab ich das da hingefahren? Ist das mein Satsuma? Ja, ja, ja. Nein, ich sehe immer noch nichts. Da. Oh mein Gott. Ja, nee, ist klar. Klar, Spiel, kein Problem. Hier kann man Autowrack schon mal finden. Uff. Okay. Dann fahren wir jetzt zurück zur Straße und wechseln wieder zum Polizeiauto. Motorrad-Action wird es auch noch mehr geben, ja, keine Sorge. Habe ich nämlich wirklich großen Spaß dran und ich habe auch neue Motorräder. Da ist Straße. So, gib mir meine Pala wieder. Gut, dann geht's jetzt weiter. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich war vorher auf der anderen Seite des Wassers. Aber das ist okay. Denn das war es wirklich wert. Ich möchte gerne mal so ein Secret-Fahrzeug freischalten. Ich glaube, ich habe noch keins komplett. Ich habe es zwischen den Aufnahmen mal versucht, damit ich euch was Fertiges präsentieren kann. Aber fehlen immer noch ein paar Teile in den Südstaaten, wo wir eigentlich momentan sind. Wie gesagt, das ist ein kleiner Exkurs hier in die Welt der Verbrechensbekämpfung, in der man gegen einen Goldmedaillengeist im Lamborghini fährt. Völlig normal. Aber ich bin vor ihm. Okay. Kurven, Kurven, Kurven. Da waren Indianer-Tippis. Hübsch. Da ist eine Sehenswürdigkeit. Die nehmen wir jetzt auch mal mit, denn das ist hier eh vorbei. Ich glaube, wir fahren wirklich an eine nicht Hecktriebler-freundliche Gegend. Okay, wo sind wir denn hier? Das hier ist St. Mary. Das ist vermutlich der Berg. Hier könnte man super einen Skiurlaub machen, vermutlich. Ja. Ist das hier bei der Skisprungschanze? Nee, die ist noch woanders. Hm. Okay. Gut, aber ich muss in die andere Richtung. Entschuldigung. Bitte, bitte nehmen Sie Ihre Tüte wieder mit, die Sie fallen lassen haben. Hat jemand das Kennzeichen? Ich bin die Polizei. Ruf doch die Polizei. Okay, ich bleib auf der Linie. Du witziger Kobold. Willst du mal mein Auto fahren, ey? Jetzt fahren wir gegen einen Nissan 370Z hier. Das ist natürlich super in einem Impala. Obwohl ich relativ mithalten kann. Das Gute ist halt, der Wagen hat mittlerweile Power. Aber das Fahrwerk ist halt immer noch das Fahrwerk. Ich meine, klar, gab es dafür auch Upgrades, aber es ist und bleibt ein Auto aus den 60er Jahren. Und zwar ein amerikanisches. Die sind für ihre Kurventaktiken bekannt. Sie meiden sie. Kriegen wir irgendwas Schönes? Na, Kupfer. Bronze. Kupfer. Ich habe den Kupfer einen Preis gewonnen. Kupfer ist gut, Kupfer ist wertvoll. Zumindest ein Tonnenpreis auf dem Schrottplatz. 12 Kilometer immer noch. Okay, dann geben wir jetzt mal ein bisschen Hackengas. Im Schnee, im Impala. Entschuldigung, Ihre Schuld. Interessanterweise wird die Kupfermedaille immer in, nee, die Bronzemedaille immer in Kupferfarben gezeigt.
Weil Kupfer ist rot, Bronze ist so dunkelgelb. Das war wirklich eine Kupfermedaille, die ich gerade gewonnen habe. Mein theoretisch. Cool. Vielleicht können wir die benutzen, um hier ein bisschen elektrische Leitung zu verlegen für ein gutes Fahrwerk. Braucht ein gutes Fahrwerk elektrische Leitung? Loco kennt sich aus. Hateru hält wieder die Hände über den Kopf zusammen. Aber Verfolgungsjagd-Einladung. Ja, wäre mal schön, im Impala zu zeigen. Verschieben wir allerdings, denn ich glaube, dieser Roadtrip nimmt so ziemlich die ganze Folge ein. Was okay ist, denn die Missionen sind halt, wie gesagt, so ein, für mich so ein Viertelmeilenrennen. Und da hauen die Muscle Cars halt wieder ordentlich rein. Es ist jetzt so ein bisschen The Fast and Furious Mountain Drift. Das war relativ schön, wenn ich hinten links nicht das ganze Auto zerdülmert hätte. Ich fahre auch schon wieder die ganze Zeit den Berg hoch. Das ist wirklich eine bergige, schneeige Gegend. Das ist irgendwie gerade sehr erfrischend, sowas im Sommer zu spielen. Jetzt ist der Wagen auf einmal sauber. Fahre ich so schnell, dass der ganze Dreck abfällt. Okay, jetzt ist er wieder dreckig. Na gut. Ach so, wenn ich länger auf der Straße fahre, wird er auch wieder sauber? Kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Aber davon ist wieder ein Speed-Test. Geschwindigkeitstest? Tempotest. Kein Denglisch hier. Das ist eigentlich ganz angenehm. Entschuldigung. Polizeieinsatz oder so. Warte mal. Ich habe die ganze Zeit eben behauptet, der hätte nur zwei Türen. Der hat vier Türen. Ich habe die anderen nur nicht gesehen für den ganzen Dreck. Okay, gut. Wäre auch zu schön. Vielleicht ist ja sogar der Zivile ein Zweitürer, oder? Ich weiß nicht. Impala ist, glaube ich, immer ein Viertürer. Ja. Autsch. Gut, wir sind auf dem Weg zu Level 1400. Wie gesagt, im Endeffekt bringen wir wahrscheinlich auf Level 2000, vielleicht sogar mehr. Und dann ist das vielleicht auch ein Porsche Schreck bei den Verfolgungsjagden. Nein, 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 nein. Wir sind gerade frisch gespawnt, da müssen wir die... Okay, flexen die Leitplanke. Sieht man nicht unter dem Schnee. Der Schnee ist ja quasi Zuckerputter, genau. Puderzucker, und das ist ja weich. Ist Puderzucker weich? Ganz viel Puderzucker ist bestimmt ganz weich. Und dann kann dem Wagen auch gar nichts passieren. Außer man macht das. Ja, dann. Dann ist der Wagen vorne weich. 4,9 Kilometer. Ich finde es gerade wirklich ein bisschen anstrengend, diesen Wagen in diesen Witterungsverhältnissen zu fahren. Jetzt kommen die Kommentare. Dann schließt doch mal Lenkrad an. Wäre bei The Crew sogar eine Option, denn man steigt ja nie aus. Es gibt einige Spiele, zum Beispiel Meister Makar oder... keine Ahnung, GTA, wo man Lenkrad anschließen könnte, aber man steigt ab und zu auch aus und ist zu Fuß unterwegs. Und dann finde ich Lenkrad immer so ein bisschen unpraktisch, weil der Klotz dann mir einfach im Weg ist am Schreibtisch. In The Crew könnte man das mal probieren. Habe ich halt nicht mehr, seitdem das Hin- und Her-Wackelproblem auch da vorne war. Vielleicht in Zukunft mal. Habt ihr gerade den Elch schreien gehört? Das war irgendwie schön. Und der hat nicht wegen mir geschrien, denn die Leitplanke funktioniert so ein bisschen wie ein Froschnetz hier. Die hält die ganzen Tiere auf, was natürlich fragwürdig ist, weil ihr Habitat dadurch ganz schön eingeschränkt wird. Aber immerhin fahre ich sie nicht platt. Da ist ein Elch, den ich nicht platt gefahren habe. Okay, Bremsen-Upgrade hat doch was gebracht. Uff. Können wir schön dran vorbeischlittern? Nein. Wir sind irgendwo in der Wildnis. Es gibt weit und breit nichts. Und ich bin... aber zwei Autos und die treffen sich, weil ich eins davon fahre. Vielleicht sollte ich hier mal mit einem Driftauto hin, das dafür gedacht ist. Denn es gibt hier doch einiges an Kurven. Und auch wenn man sagen könnte, ja, aber der Schnee ist doch ein bisschen unberechenbar und gefährlich. Ja, wenn man vorher mit bedenkt, oh mein Gott, diese Bergstraße da vorne an diesem Berg lang. Die sieht bedrohlich und faszinierend aus. Da will ich lang. Ich glaube, da fahre ich auch lang. Gerade so eben noch 1,3 Kilometer und wir sind endlich am Ziel.
Wie gesagt, 54 Kilometer in diesem Spiel sind schon ein Stückchen. Entschuldigung, ich muss da lang. Oh, zu schnell. Was ist das? Oh mein Gott, ist das ein Hotel? Da, wer baut da ein Haus? Und unter welchen Umständen? Sieht doch cool aus. Natürlich sieht das cool aus, aber was das für eine Arbeit sein muss. Okay, wir sind am Ziel. So, jetzt möchte ich gerne mal gucken, kann ich irgendwas machen? Belohnung, 1 von 4. Nein. Ich glaube, ich benutze den R35. Es sieht ganz danach aus. Agent Winters, ich bin in einer Minute dort. Perfekt. Der Gang-Obermotz liegt sicher noch kuschelig in seinem Hotelbett. Dein Auftrag lautet, observiere das Auto, bis Verstärkung eintrifft. Mehr ist nicht zu tun. Deswegen brauche ich ein Performance-Fahrzeug. Auch schön. Ich soll observieren, aber ich fahre ihm lieber hinterher. Kriege ich dafür eine Bestätigung? Ja klar, okay. So. Mal gucken, wie schnell wir ihn haben. Ich finde, diese Polizeimissionen sind nicht ganz ausgereift. Denn ich habe ihn. Perfekt. Buchte ihn ein. Ich verhöre ihn, sobald ich kann. Jetzt fahr den Fokus doch nicht gegen... Ich meine, ja, es ist ein Fokus. Nicht mein Lieblingsauto. Aber man muss doch nicht kaputt fahren. Booms. Oh, der ist nicht mal Level 1000. Bist du eine Frau? Ja, man ist als Polizist in diesem Spiel immer eine Frau. Ich sag ja, diese Polizei-DLC ist total verwirrend. Es ergibt keinen Sinn, außer... Und sie trägt eine Sonnenbrille und Zivilkleidung? Ja. Oder ist es so eine Weste? Ja, sie ist so ein Detective. Ist das so eine Schutzweste? Ja, ja, genau. Sie ist so ein Detective. Sie muss nicht in Kleidung rumlaufen. So, aber ihr Skyline muss trotzdem Wudel-Wudel drauf haben. Wudel-Wudel? Ja, ich bin... Ich bin skeptisch. Wudel, wudel. Ah. Ja. Gut. Wow. Ja, wie gesagt, diese Folge besteht hauptsächlich aus Roadtrips. Gibt es hier oben irgendwas Cooles? Ich glaube, wir fahren hier noch diese kurvige Strecke hoch und dann beenden wir diese Folge, um uns in der nächsten Folge wiederzusehen in den Südstaaten, wo wir, wie gesagt, eigentlich gerade zu tun haben, während wir hier unseren Spaß haben auf Kosten des Steuerzahlers. Aber keine Sorge, nicht auf deine Kosten, denn du lebst ja nicht in den USA. Ich könnte auch die Verfolgungsjagd-Einladung einnehmen, aber ich habe gerade echt Spaß, im Allrad hier hochzudriften. Wenn man schon mal die Chance hat, Allrad zu driften, weil überall Schnee liegt, dann sollte man sie auch nutzen. Und das ist wirklich schön, denn der Wagen hat sowas wie Traktion. Wahrscheinlich, weil die Meter ungefähr einen halben Meter breit sind. Die Meter? Die Reifen einen halben Meter breit sind. Habe ich das gesagt? Ich bin ganz schön verwirrt, es wird Zeit für einen Aufnahmestopp. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge mit den normalen Missionen wieder. Wir werden immer wieder Polizeimissionen sehen, vielleicht einfach zwischendurch reingestreut, vielleicht eine eigene Folge dafür. Mal gucken, wie viel da noch kommen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, macht's gut, passt auf euch auf, fahrt nicht wie ich. Euer Loco. Und Vespi und die Katzen. Ja, die gehören auch dazu. Oder ihr miau, miau, miau. Hup, hup. Jetzt stehe ich wirklich am Straßenrand und esse Schokolade. Wie ein echter Kopf. Hey Katze, sag was.